Schönen guten Morgen zum fünften Tag auf dem Bodensee Königssee-Radweg. Wir sind hier in Saulgrub gewesen, in einem, wie heißt das? Naturfreundehaus mit Campingplatz. Ja, war sehr einfach, aber gut. Und wir konnten hier schön essen gestern Abend. Die Nacht war sehr unruhig. Es gab ein ziemliches Gewitter mit Blitz und Donner und dann fuhr ja auch immer noch dieser pfeifende Zug entlang jede Stunde. Das war ein bisschen, aber gut. Letztendlich, wir haben es gut überstanden. Ja, heute Morgen 16 Grad, die Sonne scheint nicht, es wird auch noch Regen geben. Unser Ziel ist heute Benedikt Beuren. Da haben wir schon in einem Gasthof ein Zimmer gemietet. Da können wir dann auch die Sachen wieder ein bisschen trocken. Zelt mussten wir heute Morgen nass einpacken. Ja. Und so, aber das ging halt nicht anders. Ja, es wird heute wieder eine kurze Etappe, 50 Kilometer nur. Und ja, wir freuen uns trotzdem auf den Tag. Jawohl. Also, bis dann. Hier Edeka, wir schauen mal nach einem Bäcker. Frühstück. Unser Frühstück heute. Hast du Angst? Hast du gesehen, wie die eine geguckt hat? Ja. Die hat schon so mit dem Hörner nach unten geguckt. Das steht auch im Bikeline so drin, dass man hier auf freilaufende Kühe treffen kann. Du hast ja kein Rot an deinen Taschen, ich schon. Ja, ich habe eine rote Jacke an. So, ja, hallo. Hier gibt es jetzt Frühstück. Unser Frühstück. Ja. Tolle Landschaft. Das war jetzt noch mal ein schönes Frühstück. Ja. Ein tolles Panorama. Links rum. Ja, wir fahren ja nicht nach Garmisch. Das weiß ich. Deswegen habe ich es ja gesagt.
schlammig, da ist sonst bestimmt auch so Türkisfarben. Ne? Ja. Wir sind in Ohlstadt angekommen. So, nun sind wir wieder aus Ohlstadt raus. Ja, war jetzt nicht so sehenswert, der Ort, immer nur 2 Kilometer auf der Hauptstraße da. War jetzt nicht so toll. Aber jetzt wird es ja wieder grün hier. Wir sind jetzt über 26 Kilometer gefahren. Es ist 11:45. Ja, hier an dieser Stelle haben wir noch mal unser Zelt ein bisschen zum Trocknen ausgelegt. Weil wir konnten es ja, wie gesagt, heute Morgen nur nass einpacken. Und jetzt scheint noch so schön die Sonne. Und da trocknen wir es einfach mal an der Stelle hier. Wir haben ja noch viel Zeit. Sonst sind wir wieder zu früh da. Heute müssen wir es ja nicht mehr aufbauen. Nee, heute müssen wir es ja nicht mehr aufbauen. Wir gehen ja wieder in einen Gasthof. Unter anderem auch deshalb, weil heute wieder Fußball-EM ist und Deutschland gegen Ungarn spielt. Das 3. Vorrundenspiel. Das wollen wir uns noch anschauen. Ja. Richtig schön. Wir kommen jetzt nach Unterau. Hatten wir richtig Glück heute mit dem Wetter bisher. Eigentlich sollte es ja laut Regenradar so ein bisschen regnen, aber davon ist nichts zu sehen. Da im Hintergrund können wir den Kochelsee erkennen. Und hier fließt die Loisach aus dem Kochelsee. Sieht schön sauber aus, das Wasser hier. Kalt. Ja, kalt. Sehr schön. Wir haben Kochel am See erreicht. Ich dachte noch, dass wir da an der schönen Kirche vorbeifahren. Nee, da hinten die. Ja, Kochel liegt ziemlich genau auf der Mitte des Bodensee-Königssee-Radweges. Und wir sind jetzt auch 223 Kilometer seit Lindau geradelt. Das heißt, wir haben jetzt genau die Hälfte geschafft. In 5 Tagen. Wir sind auch alles geradelt bisher. Keine Abkürzung genommen, nichts. Ja. Brauchen wir noch mal 5 Tage theoretisch, wenn es so weitergeht. Letzte Pause vor unserem Ziel. 5 Kilometer haben wir noch, dann sind wir da. Ist nochmal ein schöner Blick hier auf die Berge. So. Und da hinten, der Ort da hinten, der heißt Ort. Der Ort im Ort. Der Ort heißt Ort. Witzig, ne? Unser Tagesziel kommt in sich. Ja, das ist die Schüssel.
Ja, die letzten Kilometer waren jetzt nicht so schön zum Fahren. So ein Schotterweg war das. 3-4 Kilometer. Aber naja, jetzt sind wir gleich da. So, da wären wir. Da hinten, Gasthof zur Post. Da schlafen wir heute. Und das Ganze ist natürlich auch wieder direkt, sieht man es, am Bodensee-Königssee-Radweg. Jawohl. Ja, wir haben eingecheckt, Hotel zur Post in Benediktbeuren. Haben hier ein schönes Zimmer, relativ groß. Da können wir tanzen heute auch. Da hätten wir das Zelt auch hier drin noch aufbauen können zum Trocknen, aber müssen wir jetzt gar nicht mehr. Nein, war wieder eine kurze Tour heute, wir hatten Glück mit dem Wetter, kein Regen, waren wieder pünktlich da, 14 Uhr ist es gerade mal. Genau. Na, und ja, war wieder ein schöner Radeltag. Ja. Morgen geht's dann weiter. Genau. Bis dann. Genau. Nochmal Kultur. Kloster Benediktbeuren.